dass da der goldene Schnitt ist. Und ohne diesen goldenen Schnitt wird man ja auch nicht dieses Schönheitsempfinden haben und alles. Da steckt ja alles da drin. Und das zeigt ja nur die Basis der Informationsenergetik. Endlich mal genau auf, ne? Der goldene Schnitt macht mir auch überhaupt keine Probleme. Den habe ich verstanden. Der hat mich schon vor, weiß ich, wie vielen Jahren fasziniert. Und da sehe ich auch sofort, wo er drin steckt, wenn ich irgendwas sehe. Und es ist in der Tat reichhaltig, die Natur diesbezüglich. Ich habe das Problem, die mathematische Gesamtfassung der Informationsenergetik wirklich nachzuvollziehen und zu verstehen. Ich denke, das ist einfach. Einfacher geht's doch schon gar nicht. Einfach. Das Grundgesetz ist der goldene Schnitt, den hast du ja schon intus. Ja. Es ist nur noch die mathematische Seite, die dir noch nicht geläufig ist. Und da brauchst du bloß wissen, was die imaginäre Komplexitätskonstante ist, was ich ja immer wieder darstelle, dass das den ganzen Sphärenraum aufmacht. Ich zeige das ja auch, wie das aufgefächert wird, dass das den ganzen Sphärenraum aufmacht. Dann musst du sehen, dass die Quadratform minus 1, ja, laut Einstein die Zeitdimension ist und I hoch 4, also die vierte Potenz, plus 1 die Raumdimension nach Einstein ist. Und dann hast du sofort die Beziehung zur Relativitätstheorie. Und einfacher kann es ja nicht sein. Das ist die Basis von der Informationsenergetik. Und das ist da eigentlich ganz einfach. Das sind Grundrechenarten. Plus, minus, mal, durch. Und ich beschreibe ja in meinem Buch genau, was die bedeuten, die Grundrechenarten und alles. Also noch einfacher kann man es nicht machen. Aber man muss sich natürlich mal hinsetzen. Na, was hat denn der Köcher da gemeint? Und erstmal so durchs Rübchen gehen lassen. Und dann kommt man auch drauf. Ne? Du musst ja erstmal deine Resonanzebene für dich erstmal erschaffen. Und das kannst nur du selber. Weil nur du kannst das dann begreifen lernen. Alle anderen kannst du dir das ja auch nicht beibiegen. Ne? Da hast du sicherlich recht, Reinhard. Aber das ist genau das Problem, was ich im Moment noch habe, diese Komplexitätskonstante da mit reinzunehmen, weil die für mich überhaupt keinen reellen Bezug zunächst mal hat. Und doch, das bringt ja die ganze Sphärengeometrie. Und alles baut sich auf Sphären auf. Wenn wir hier so einen Massepunkt sehen, das ist ja nicht nur Kugel auf Deutsch. Da sind ja urst viele Sphären immer wieder drin und so weiter. Darum ist ja auch die ganze Erde so sphärisch, die ganze Atmosphäre so sphärisch aufgebaut, dass es die verschiedenen Schichten und so weiter gibt. Auch von der Erdkugel nachher, dass es da die verschiedenen Schichten besitzen gibt. Ne? Und das ist da eigentlich ganz einfach. Und das zeigt die imaginäre Komplexitätskonstante, nicht weiter. Diese Sphärengeometrie. Wir sind jetzt wieder komplett. Ihr wart gerade mitten im Gespräch. Ich wollte euch gar nicht rausholen. Schon erledigt. Wir waren im Vorgeplänkel. Ja, Reinhard hat uns gerade erklärt, dass alles ganz einfach ist. Ja, ja. Das sagen wir immer. Wir haben es ihm aber nicht geglaubt. Ihr Ungläubigen, ihr Menschen. Bleib doch mal ein bisschen. Ja. Rainer, ich habe in deinem Buch gelesen, dass Zeit ja eine Information ist, oder der Zeitgeist, das ist richtig, und mit Entropie zu tun hat auch. Petra Maria, mal verstehen, ganz schlecht. Bist du leise? Bist sehr leise heute. Ich komme mit diesem Ton immer nicht zurecht. Geht's jetzt besser? Nö. Da muss ich irgendwas umschalten. Macht schon mal weiter. Bitte Maria, wenn man jetzt die Zeitebene sieht, das ist ja die Zwischenebene zwischen Zeit und Raum, wo die Grenze ist. So. Und wenn du da in die Zeit reingehst, dann ist es ja wie so ein Sog, der alles zusammensaugt und so weiter. Das ist ja das, was ich über Gravitomagnetismus darstelle. Das ist die eine Ebene. Und wenn du aber in den Raum reingehst, da werden ja die Zeitdimensionen laut Einstein in Raumdimensionen umgewandelt, was ja die Raumexpansion nachher ist. Na? Und da findet die Entropie dann statt. Nach innen findet die Syntropie statt, diese Zusammenballung, wo dann auch das Lebewesen geboren wird. Und nach außen ist die Entropie zu verzeichnen. Die Zerstreuung der Energie im Raum dann. Ne? Aha. Ja, oder danke die Information. Diesen, genau,
genau, für diese gegensätzlichen Vergleiche. Ja, 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 ja. Also immer komplementär betrachten. Ne? Mega. Gut. Entropie, ist das überhaupt? Sollten wir das vielleicht mal heute ein bisschen durchgehen? Ja, das ist die Zerstreuung letztendlich der Energie im Raum, was auch zum Massenzerfall bringt und so weiter. Das ist die Entropie, verbunden mit der Raumexpansion hier in unserem Kosmos, in unserer Welt. Das ist Entropie. Syntropie ist ja wie der Magnet, der will alles zusammenfasst, wo will alles auf den Punkt letztendlich zentriert wird. Das ist denn die Syntropie, wo denn daraus erstmal dann die Lebewesen hervorgehen in der Zeit, mit der Zeitentwicklung und immer komplexer werden. Also darum ja immer höher entwickelte Lebewesen, bis hin zu Menschen. Auf der Erde sind wir ja im Moment das Höchste, wa? Was auf der Erde oder in der Erde geboren ist. Im Weltall sind wir bei weitem nicht. Da sind wir so kleine Amöbchen oder kleine Tierchen. Da haben wir überhaupt noch nichts zu melden. Wir haben ja noch nicht mal den Kontakt zu den anderen Zivilisationen, weil wir noch zu blöd sind, die andere Technik wieder einzuführen. Ne? Das könnten wir aber mit der anderen Technik. Ja, auf alle Fälle sofort, weil über da baust du ja über diese Gravitationsebene, wo ja die steigenden Wellen immer da sind, baust du ja einen Kontakt auf und dann baust du ja bloß einmal in die Grenze rein, einmal in die Grenze raus. Das sind 2 × 10⁻⁹ Sekunden und dann der Zwischenraum ist unerheblich, das sagt ja die Quantenphysik über diese Quantenverschränkung aus. Also kannst du in Ist-Zeit im Prinzip auch mit der Zivilisation auf einen anderen Galaxien sofort in Kontakt treten, wenn du diese Technik hast. Plus die darfst du natürlich auch erst haben, wenn du eine bestimmte Entwicklungsphase hast und diese Gesellschaftsordnung von jetzt muss dann auch erstmal gewandelt werden in die Gesellschaft der Partner. Sonst würde das ja ein Chaos und würde ja katastrophal für das Universum und für die Welt hier, für den Kosmos halt bedeuten. Und darum wird das ja auch noch unterdrückt, auf Deutsch gesagt. Ne? Das hat ja auch alles seinen Grund. Das ist ja nicht böse gemeint oder so, sondern im Menschenreich, also die menschliche Gesellschaft, muss sich auch bitteschön dann auch erstmal in die neue Qualität hineinentwickeln. Und in diesem Wandlungszyklus sind wir ja gerade drin und den gestalten wir ja aktiv mit. Das ist ja das Schöne. Werden wir von außen gesteuert oder nur beobachtet? Sowohl als auch, denn letztendlich wacht ja, wenn man so will, wenn man es jetzt mal so religiös betrachtet, die große Urmutter wacht ja letztendlich über alles, was da basiert, was in der Interaktion zwischen Vater, Sohn oder Mutter, Tochter und so weiter basiert, so wachtete. Also wir werden über diesen goldenen Schnitt gesteuert. Gesteuert, aber nicht geregelt, gesteuert. Der goldene Schnitt ist unsere Matrix, die wir als Basisgrundlage haben und sonst sind wir frei in unserer Entscheidung. Übertreiben wir es, dann kriegen wir natürlich eh auf den Deckel. Und das ist ja das, dann kommen ja die Katastrophen und anderes auf uns zu. Bleiben wir innerhalb des Gesetzes, da haben wir die volle freie Entscheidungsfreiheit, basiert uns gar nichts und wir entwickeln uns selber weiter. Das ist das, das muss erkannt werden, dieser goldene Schnitt muss in die Gesellschaft einführen, wie ja in dem Buch der Grenzen der wie hieß das Buch hier? Da wisst ihr schon hier, was ich meine. Die Kraft der Grenzen hier. Genau wie hier da die Gesellschaft beschrieben wird und das Zusammenleben, das ist die Basis, was ich euch ja schon mal vorgelesen habe aus diesem Buch. Ne? Und das muss jetzt rein und das bringt ja die Gesellschaft der Partner hintenrum dann sowieso zum Leben hier auf der Erde. Und erst wenn wir das erreicht haben, dann kriegen wir auch die Freischaltung wahrscheinlich und dann kann auch die Technik, weil dann ist kein Profitdenken mehr, kein nichts mehr und dann wird das auch freigeschaltet und dann kriegen wir auch die Technik. Und wir sind ja jetzt so weit, dass wir es dann nicht mehr übertreiben, wie zu den atlantischen Zeiten, wo sie es übertrieben haben. Sondern wir kennen jetzt das Gesetz und dann halten wir uns auch danach. Ne? Und dann kriegen wir den vollen göttlichen Zugang. Also dann sind wir ja, da kommt denn das goldene Zeitalter. Da sind wir ja gerade hinein, da gehen wir gerade hinein. Ne? Das ist ja unsere schöne Zeit, die Wendezeit. Reinhard, was würdest du sagen, was bedeutet der goldene Schnitt für die Gestaltung einer Gesellschaft, einer menschlichen Gesellschaft? Na, der zeigt den Bewegungsraum auf, innerhalb man sich da bewegen kann, innerhalb man frei sich entscheiden kann.
Denn innerhalb des goldenen Schnittes, das ist ja ein Gesetz, was der absolute Disharmonie hat, das heißt, keine Reibungspunkte zulässt zwischendrin. Und dadurch haben wir ja da die volle Freiheit, uns zu bewegen. Solange wir uns im Rahmen dieses Gesetzes bewegen, passiert uns auch nichts. Da bleiben wir gesund, da können wir leben, da sind wir glücklich und so weiter. Ne? Aber so wie man über diese Grenze, also über diese, entweder nach hinten über diese 1,618, also über oder unterhalb der 0,618 bleiben, solange wir dahin gehen, dann passieren uns ja, dann strebt ja, dann kommt von der, wie gesagt, von der großen Mutter, dann kommt der Druck von außen und dann werden wir zusammengeknallt und dann kommt die Katastrophe zustande, nichts anderes. Solange wir uns im Rahmen dieses Gesetzes, dieses natürlich uns vorgegebenen, das ist der einzige Vorschrift, die wir haben. Das ist der einzige vorgegebene Gesetz, das wir haben. Das ist unser Grundgesetz. Alles andere sind Gesetzmäßigkeiten, die sich nur aus unseren Benachbarungen und unserem Verhalten letztendlich resultieren. Aber das ist unser Verhaltensgesetz, der goldene Schnitt und nichts anderes. Und der bringt ja Information, Energie und Masse zusammen. Und das sagt die Informationsenergie, wie das mathematisch sich dann auch darstellt. Das ist eigentlich ganz einfach. Ja, einfach ja. Versuchen wir mal ein Beispiel. Wie sieht es aus, wenn ich solche Grenzen verlasse, damit ich krank werde? Ja, zum Beispiel, was muss ich tun, damit ich krank bin? Ja, entweder du stopfst dich so viel mit Informationen voll, auf Deutsch gesagt, in der Masse steckt ja die Information. Du hast ja eine Energie, ein energetisches Potenzial, jetzt friste in dich rein. So, dann geht ja die Energie auf die Masse und wird Informationen drinnen freigesetzt. Die Information wird gebunden an die Energie, die du sowieso schon hast, auf Deutsch gesagt. Und du baust auf und wirst fetter und fetter und fetter und irgendwann stirbst du an Fettleibigkeit zum Beispiel, weil du das übertrieben hast, weil du nicht im Maß geblieben bist, weil was du verbrauchst, dass du nur so viel zu dir nimmst. Ne? Denn wir ernähren uns ja nicht von Energie. Energie kriegen wir sowieso. Also kriegen wir viel zu viel Energie, die wollen wir immer loswerden. Darum strahlen wir ja aus, auf Deutsch gesagt. Nein, wir, das hat ja der Fritz Albert Popp ja richtig rausgegeben, wir ernähren uns eigentlich von Informationen. Und Informationen in Verbindung mit der Energie bauen wir Masse auf und damit stopfen wir ja die Löcher, die wir ja in unseren Zellwänden haben, durch diese Energiedurchschießung und Neutrinos und was mir uns alles so trifft. Stopfen wir ja die Löcher, um unser Druckverhältnis innerhalb der Zelle aufrechtzuerhalten. Das ist ja der einzige Grund dafür, warum wir überhaupt Nahrung zu uns nehmen müssen, um dieses zu stopfen letztendlich. Und ja, dann, wir ernähren uns eigentlich von Informationen, wenn man das so will. Ne? Heißt das, ich habe zu viel gelesen, dass ich so fett bin? Ach, das hat doch gar nichts zu tun. Das ist ja wieder die Ebene, wo du letztendlich dieses Imaginäre ins Reelle umwandelst, auf Deutsch gesagt. Das ist ja die Basis. Das ist jetzt wieder der Unterschied. Einer, der körperlich arbeitet, weil so immer in der Esoterik-Szene da sind, immer rechtsdrehend, Nahrungsmittel, rechtsdrehend. Das ist auch schon wieder nur der Einseitigkeit und der totale Quatsch. Solange du körperliche Arbeit machst, ist das richtig. Dann brauchst du diese rechtsdrehenden Nahrungsmittel, um letztendlich da dich zu tun. Bist du aber geistig tätig, brauchst du gerade die linksdrehenden, damit du diesen Ausgleich nachher innerlich wieder bei dir erledigst. Denn sonst trifft es ja ins andere ab. Ne? Dann brennst du bei ihnen aus und irgendwie wirst du dann verblödet, auf Deutsch gesagt, weil dein Thyristor das nicht mehr darstellen kann und nicht mehr mittragen kann, weil der wird ja erhitzt dadurch und der muss ja wieder abgekühlt werden. Das kannst du ja wieder bloß mit diesen linksdrehenden Nahrungsmitteln machen. Ne? Das machen die ja. Es ist ja Unterschied, ob sich so ein Elementarquant rechts oder links rumdreht. Das ist ja bekannt in der Quantenphysik mittlerweile. Und so, ne? Also und ich beschreibe das auch irgendwo. Und so. Ich habe ja schon so viel beschrieben. Also ich glaube, wenn ich dann selber alles nochmal lesen sollte, dann brauche ich noch 10 Leben. Selber. So, warum bin ich jetzt zu fett? Fühlst du dich zu fett? Ach. Fühlst du dich zu fett? Nee. Ein bisschen vielleicht, aber nicht. Ja, ich leide nicht. Den hast du zu viel gefuttert, auf Deutsch gesagt. Zumindest hast du zu viel des Falschen gefuttert. Also. Das hat jetzt auch nicht so arg viel mit Informationen zu tun. Doch, du hast zu viel gefuttert. Und zu viel gesoffen wahrscheinlich. Das Bierchen. Ja. Nee, darum ja.
Wenn so lange wie man, das ist ja auch der Blödsinn. Man will immer alle einen als Schiene haben, man will da alles Barbie-Puppen haben und so weiter. Nein, solange man sich selber wohlfühlt in seinem Körper, dann sind es ja richtig. Es gibt ja die Typen, schlanke Typen, es gibt untersetzte Typen und so weiter. Das Gesetz lässt ja eine breite Spannweite der Entwicklung der Körperformen vor. Also die Körperform ist ja das Sekundäre, auf Deutsch gesagt. Es kommt ja auf diesen geistseelischen Inhalt an, der in diesen Körper steckt und damit was anzufangen. Das bringen wir ja als Potenz in unser Leben hier mit. Ne? Also ich suche immer noch die Brücke. Welche Brücke? Ich habe ja so viele Brücken schon gebaut. Also, ja, wir sind zu doof. Nein, du hast bloß noch für dich noch nicht den richtigen Zugang gefunden. Du musst den Zugang für dich finden. Ich ja, aber du nicht beibiegen. Den musst du für dich finden. Ja. Dafür hat der liebe Gott dich doch erfunden, mir zu helfen. Nein, der hat mich überhaupt nicht erfunden. Dafür. Ich habe bloß jetzt hier diese Sache hier in diese Welt zu bringen. Ich habe die Wissenschaft zu machen, habe das niederzuschreiben, habe da auch ein bestimmtes Schwingungsfeld hier auszulösen und so weiter. Alles andere müssen bitteschön die einzelnen Individuen auch selber machen. Die müssen nämlich letztlich sich damit selbst tätig zu befassen. Dann erst damit, wenn sie es selber durchdenken, selber durchleben, dann bauen sie erst die Resonanzebene auf und dann verstehen sie das, was über mein Feld dann auf sie einwirkt, immer besser von alleine. Wenn sie es jetzt noch nicht begriffen haben, denn ich strahle ja vor allen Dingen auf der gravitomagnetischen Ebene auf. Da baue ich ja mein Feld auf. Wenn ich im Raum bin, wenn ich dazu hunderten von Leuten spreche und so weiter, dann baue ich ja das auf. Und wenn man dann sagt, der versteht dich ja gar nicht, dann muss mich ja gar keiner verstehen. Denn das kommt ja von innen wieder hinten durch, weil das löst ja Impulse in jedem dieser Menschen aus. Und der bewegt sich früher oder später dazu, sich auch damit zu befassen, ob sie wollen oder nicht. Werden sie dazu zu ihrem Glück gezwungen, kann man so mal sagen. Ne? Warum ja? Und das ist ja meine Aufgabe, dieses Feld hier aufzubauen, dieses hier auszustrahlen und so weiter. Jetzt ist das alles soweit erledigt und jetzt haben wir ja dieses schöne Programm Zoom und so weiter. Ich habe übrigens jetzt auch so eine Vollversion, wo ich dann mit einzelnen Leuten selber Gespräche führen kann. Und jetzt werden wir dieses Zoom-Programm natürlich verstärkt nutzen, um dann auch direkte Gespräche zu führen. Dann kannst du ja die einzelnen Leute einladen, hast du nur wenige Leute, dann kennst du den geistigen Horizont und kannst dich genau darauf einschwingen. Wenn du so vor 100 Leuten kannst du dich nicht doch einschwingen. Da sind welche, die das sofort verstehen und solche, die sowieso nie verstehen werden. Aber du baust das resonative Feld auf mit deinem Ton, in dem du sprichst und so weiter. Und darum musste ich ja da auch immer oftmals so viel ablesen, damit das sauber und klar rüberkommt. Darum geht es ja. Es geht um, dass es sauber und klar rüberkommt. Ich verhaspel mich ja auch sowieso immer und so weiter. Und dann würde das hier schon wieder Störungen geben und dann käme das nicht da an, wo es hin soll. Ne? Aber jetzt ist das erledigt und jetzt kommt es darauf an, dass ich auch Kontakt zu einzelnen Leuten aufnehme, Kreativen aufnehme, wie zu euch hier zum Beispiel, um da spezielle Sachen auf eurem Niveau zu erklären. Und dann kommt das auch in die Masse. Und ihr seid ja dann berufen, das bitteschön, die Informationsenergetik dann mit euren Worten auch weiterzutragen und zu verbreiten. Ne? Das ist denn eure Aufgabe wieder. Ne? Das sehen wir auch so. Ja. Aber dazu müssen wir erst noch ein klein bisschen mehr. Tut dich doch nicht immer so schwer, das ist doch ganz einfach. Jo. Du beschäftigst dich ja auch schon ein paar Wochen damit. Ja, naja, nicht wahrscheinlich nicht mal bloß diese 68, knapp 68 Jahre in diesem Leben. Ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderte ich mich vielleicht da schon mit beschäftige. Ich bin ja extra Jahrhundert gekommen, um das hier zu verbinden, auf Deutsch gesagt. Und ich sehe es ja auch nach den Leuten, dass sie das ja auch nicht so, wenn sie von anderen Ecken kommen und so weiter. Aber ich habe meine Aufgabe hier und die versuche ich bestmöglich in der kurzen Lebenszeit, was uns hier zur Verfügung steht, zu erfüllen. Mehr kann ich sowieso nicht als einzelnes Menschlein hier in dieser Welt, aber andere müssen das weiterführen. Auch, ne? Und darum ist ja, jeder hat ja seine Aufgabe und die muss er ja für sich erstmal finden. Es müsste sich ja im Prinzip erstmal jeder selber hinsetzen, so meditativ in sich gehen, aber dazu haben sie ja massiv gar keine Zeit in dieser Scheißgesellschaft. Die werden ja getrieben, damit sie es nicht machen, damit sie eben diese blöde Gesellschaft, natürlich gesagt, diese Ordnung nicht stürzen. Es geht ja um die Ordnung zu stürzen, ne? Um dass die Gesellschaft der Partner unendlich hier einzuhalten kann. Und darum geht es ja. Das ist ja jetzt gerade die Wendezeit. Aber das ist ja voll im Gange. In der Hinsicht werden wir jetzt dann wieder durchgesetzt, auch und was von der großen Urmutter ausgeht, die ihr ungefähr unterstützt.
Wenn wir richtig schwingen, dann kriegen wir die Resonanz. Und du weißt ja, wenn Resonanz ist, auf Masse Resonanz, also da fallen Brücken zusammen und so weiter. Und dann zerstören wir diese blöden Strukturen, diese Dogmen in dieser Gesellschaft. Das ist ja das Wesen, was da dahinter steckt. Ja. Gehen wir nochmal zurück zu dem Thema Nahrung. War jetzt gar nicht so uninteressant. Es gibt ja diese stoffliche Nahrung, ne, die man so kennt, also Gemüse, Obst, aber auch dieses Fertigfood und so. Und Fertigfood hat natürlich eine andere Information in sich tragend, ne, als jetzt zum Beispiel Gemüse und so weiter. Also unser Körper, glaube ich, kann das schon sehr gut. Der sucht sich seins aus. Also da ist aber das Problem ist, wenn wir jetzt so viel Fertignahrung haben, dass ja im Prinzip das Leben sehr, sehr abgetötet und so weiter. Und dann müssen wir auch mehr zu uns nehmen und dann wird man auch fett und dick und ding, um diesen Ausgleich überhaupt noch zu realisieren und einigermaßen gesund zu bleiben. Ne? Mhm. Also es heißt ja da auch zurück, mehr oder weniger zur Natur, auf Deutsch gesagt, naturnahe Nahrungsmittel wieder zu sich nehmen. Und das heißt nicht, dass wir bloß so Grünzeug fressen müssen. Wir können nach wie vor auch Fleisch essen und so weiter. Das gehört dazu. Je vielfältiger wir haben, umso mehr Informationen haben wir ja, umso besser können die Zellen auch gesteuert werden und so weiter. Also diese einseitige Schiene jetzt und so weiter, Bio und das ist auch wieder totale Quatsch. Das ist wieder aus dem heutigen Schubkastendenken letztendlich entsprungen. Ne? Ja, ich war auch mal. Früher oder später, aber das ist ja jetzt nicht Thema. Das ist ja jetzt überhaupt noch nicht Thema. Wenn wir natürlich in diese Sphären weiter, wo es ja immer weiter die Materie vergeistigt wird, immer weiter sich verflüchtigt und so, und von uns auch beweglicher wird, dass man nachher bloß noch mit der Hand oder mit unseren Gedanken alles letztendlich bewegen kann. In diese gehen wir hin, aber wahrscheinlich erst in ein paar hundert oder tausenden von Jahren. Dann kommt ja auch die Zeit, wo man uns eines Tages als Lichtwesen nur noch von Licht ernährt. Aber das ist ja heute nicht Thema. Heute ist ja erstmal Thema, die Gesellschaft der Partner in dieser Welt zu installieren und die hier ins Leben zu rufen. Das ist unsere Tagesaufgabe. Alles andere ist weite Zukunftsmusik, ne? Darauf wollte ich hinaus, denn weil so viele schon von Lichtnahrung sprechen. Ach nein, so möglichst umfassend, solange wie sich der Mensch gesund und wohl fühlt, ist es auch richtig. Da kann jeder machen, was er will. Da sind wir ja frei. Das haben wir, diese Freiheit haben wir ja jedem hier auf der Erde. Ne? Und die kann uns keiner nehmen. Die können uns bloß so blöde machen, auf Deutsch gesagt, mit ihrem Bio und anders, wo es noch nicht mal Bio ist, wo sie noch so viel Betrug und Lug und Druck ist, das, was da meistens dahinter steckt, das ist ja noch nicht mal mein Garten. Da weiß ich, dass ich Bio anbaue, weil ich da keine Chemikalien benutze in der Hinsicht, weil ich da wirklich das wachsen lasse, so wie es wächst. Darum wächst das ja auch wie ein Urwald bei mir und so weiter. Aber das ist auch richtig so. Ernte ich vielleicht viel weniger als sonst, weil mir das Viecher schon wieder einiges wegfressen, aber das dürfen die, bitteschön. Die dürfen auch dran teilhaben. Die dürfen auch einen Teil haben an dieser Wandlung. Und dürfen leben. Leben und leben lassen, in der Hinsicht passiert in meinem Garten. Genau. Aber in der Wissenschaft muss man eben eine Struktur haben, eine wirkliche feste Ordnung haben, damit das dann letztendlich auch nicht in falschen Kanälen kommt. Das ist ja das, was die Informationsenergetik als Theorie und Lehre letztendlich jetzt verbreitet. Darum habe ich auch die Begriffe einzeln sauber definiert. Das habt ihr ja jetzt schön in mein Buch hinten da, die letzten 20 Seiten, wo ich nochmal die Definition, das immer wieder mal durchlesen. Da begreift ihr dann immer besser und immer mehr, was eigentlich in dieser Lehre steckt. Ne? Sag mal, bei Lichtnahrung oder der Vorstellung davon, was manche Menschen unter Lichtnahrung verstehen, dann wäre das doch im Grunde genommen, weil du sagtest ja schon mal, also Licht bzw. Sonne ist ja eigentlich nur ein Informations. Nein, das darfst du wieder nicht sehen. Informationsstrahl. Ja. Aber das ist doch schon wieder der Widerspiegel, der Widerspiegel, der Widerspiegel. Die ist ja schon zigmal geteilt, über Prisma gelaufen und so weiter. Nein, die Lichtnahrung, die wir zu uns nehmen, ist ja direkt aus dem Zentrum, was ich da in der Informationsenergetik als die Nullebene darstelle. Dieses Licht, dieses Dunkel, diese schwarzen Photonen, die zu uns kommen, das ist ja das, was wir denn als, wo das, die Potenz auch voll noch drin steckt, die volle glückliche Potenz noch drin steckt für Informationen auch. Diese Lichtnahrung. Und dann ist es erheblich, unerheblich, ob es da am Tag oder Nacht oder die Sonne scheint oder nicht scheint, weil die kommt ja sowieso immer über das Vakuummedium in unsere Welt rein. Das ist ja das, was ja letztendlich die Quantenströme nachher ausmacht und die Massen aufeinander zuspreut, die wir sowieso immer kriegen. Ne? Das hat nichts mit den
mit den abgeflachten Sachen, die man nachher von der Sonne kriegen, mehr zu tun. Das ist ja schon wieder wieder gespielt, das ist wie so eine hundertste, tausende, millionste Kopie von dem, was eigentlich da drin steckt. Bloß diese Potenz darf ja jetzt noch nicht in diese Körperformen, in diese Geistkörperformen der heutigen Menschen kommen. Weil da ist ja so eine Potenz drin, und wie ich da jetzt darstelle, wenn du so willst, dieses M, Groß M oder Klein M Quadrat, die in sich selbst schwingende Masse, was ja unsere Verkörperung ausmacht, wenn die nicht die dementsprechende geistige Gegenreaktion hat und man da diese Information drauf bezieht, löst der Energie aus. Und das führt zu Verbrennung bis hin, dass Menschen auf einmal als Lichtflamme aufgehen, auf Deutsch gesagt. Die Resonanz darf jetzt ja nicht sein. Man muss das immer Pünktchen für Pünktchen immer mal in der Entwicklungsphase, wo sie sind, das auch letztendlich einwirken lassen, damit sie zwar warm und lebendig bleiben, aber nicht, dass sie selber verbrennen. Und das ist ja das. Das ist ja das, was Jesus gesagt hat damals in der Bibel, dass er ja das jetzt noch nicht verstehen könnte. Und dann kommt der Geist der Wahrheit und verkündet. Und das ist ja jetzt die Zeit, wo der Geist der Wahrheit hier wieder in diese Welt kommt und wo das jetzt verkündet wird, ne? Was wirklich ist. Und das ist der goldene Schnitt und alles, was damit zusammenhängt. Und das ist jetzt die Wandlung der Gesellschaftsordnung hin zur Gesellschaft der Partner. Das als Tagesaufgabe jetzt hier heute anliegt. Nichts anderes, aber das liegt an. Und das ist das Schöne, dass wir damit dran teilhaben können und dass wir das mitgestalten dürfen. Ja. Und wesentlich mitgestalten dürfen. Nicht nur so ein letzter Mitläufer da in der großen Masse sind. Freut euch doch, dass ihr das dürft. Yes. Aber vielleicht kannst du uns eben auch nochmal helfen, dieses Gesetz des goldenen Schnitts bezogen mal auf die Gestaltung der Gesellschaft etwas mehr zu konkretisieren. Das ist ja da hier in dem Buch eindeutig geschrieben, das habe ich euch doch schon mal vorgelesen. Das ist doch das. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Seiten das ist, weil ich das habe ich mal rausgezogen. Warte mal, ich habe da die anderen Sachen, vielleicht habe ich da irgendwo noch mit drin. Ja. Vorbringen. Irgendwo ist es doch sowieso mit drin. Ich denke mal, aber eher in Zürich, nicht in Stuttgart, das wird wohl eher in Zürich sein. Aber ich frage mal so. Nee, hier, ich lese euch noch mal vor. Das ist ja das, hier ist es ja. Also erstmal, das ist ja hier in dieser Kraft der Grenzen drin. Wenn wir eine Blume oder eine Schöpfung der Natur und des Menschen genau betrachten, fällt uns auf, dass gewisse Proportionen, es geht also um die Proportionen und um die Zusammenhänge, nicht um die einzelnen Werte, ne? Gewisse Proportionen sich immer wiederholen und dass aus der Verbindung sich ergänzender Gegensätze immer wieder eine harmonische Ordnung entsteht, die allem Gewachsenen ebenso wie dem von Meisterhand gefertigten eigen ist. Dass wir bei allen Formen der Natur immer wieder auf die gleichen Grundstrukturen stoßen, beweist, dass alles in der Natur miteinander verwandt ist. Durch das Begreifen dieser allen gemeinsamen Ordnungsprinzipien haben wir Teil an der Harmonie des Kosmos. Und das ist ja der goldene Schnitt. Und auf die Gesellschaft bedeutet das ja, wenn wir die Grenzen unseres Nachbarn bewusst als die eigenen verstehen. Es gibt ja bloß ein Wesen. Du bist ja bloß ein Amöbenfuß von mir und so weiter. Es gibt ja nur wirklich ein einziges Wesen. Also wenn wir die Grenzen unseres Nachbars bewusst als die eigenen verstehen, um die Regeln des goldenen Schnitts, also dieses Gesetzes, auf den zwischenmenschlichen Bereich anzuwenden, können wir lernen, uns gegenseitig in unseren Beschränkungen zu ergänzen. Jeder bringt seine Potenzen mit und die bringt er ein. Und das sind natürlich immer Begrenzungen in der reellen Welt, immer Beschränkungen letztendlich. Und da müssen wir uns gegenseitig partnerschaftlich ergänzen. Das ist ja das Partnerschaftsprinzip, was man hier installieren soll. Ne? So, dadurch schaffen wir eine Harmonie des täglichen Lebens, die der Harmonie der Musik, des Tanzes, der bildenden Kunst und der Architektur vergleichbar ist. Diese Art zu leben ist uns nicht so fern, wie man es zunächst meinen könnte. Denn die goldenen Proportionen der Natur leben auch in uns, in unserem Körper und in unserem Denken. Also unser Geist hat das als Grundlage, unsere Körpermasse hat das als Grundlage und auch unsere energetische Äußerung hat dieses Gesetz als Grundlage. Das ist ja das eine in der ganzen Sache, die ja Teile der Natur sind. Die musterbildenden Naturprozesse, die auch die menschliche Hand und den menschlichen Verstand geformt haben, können sich auch auf die Werke auswirken, die Hand und Verstand im Begriff sind,
zu erschaffen. Genau das ist es, was es ankommt. Das ist das, wie man das Gesetz in der Gesellschaft macht. Da sollen die Gesellschaftspartner aufbauen, ja nicht. Und das geht es. Auf genau, der Basis dieses goldenen Schnittes. Genau, und wenn ich das jetzt mal so übersetze, so umgangssprachlich, dann heißt es doch im Grunde, dass man diese Regeln, die einem das Gewissen vorgibt, ja, also dass ich den anderen eben nicht schädige in irgendeiner Form, dass ich auf den Geist gehe und so weiter. Also diese Grenzen, die ja auch ich habe eigentlich, als meine Verhaltensregeln an. Naja, das muss aber jeder Mensch für sich letztendlich entscheiden. Er kann da nicht auf den anderen zeigen, jetzt bist du wieder schuld, jetzt bist du wieder schuld. Nein, er muss in sich hin, er muss sich so verhalten. Egal, was der andere macht. Das ist vollkommen sekundär, was der andere dann macht. Egal, man muss sich selbst so verhalten, auf Deutsch gesagt. Denn man ist nur für sich selber verantwortlich. Hier in unserem Rahmen, was wir sehen, wo wir hier zufassen können. Nur dafür sind wir verantwortlich. Was die anderen machen, da sind wir doch überhaupt nicht verantwortlich. Und das müssen die bitte schön mit sich ausmachen. Da kriegen die schon ihre Watschel, Datschel von der großen Urmutter irgendwie auf den Deckel, wenn sie sich da über das Gesetz, über diese Relation hinweg, über diese Grenzen hinweg bewegen. Aber das geht uns nichts an. Das hat uns überhaupt nichts zu tun. Nur jeder für sich muss das für sich letztendlich erkennen und so auch leben dann in dieser Welt. Und nicht weiter. Und darum, das ist ja das Einfache, weil wir bloß noch auf uns selber angewiesen sind und nur für uns selber verantwortlich sind. Alles andere juckt uns doch gar nicht. Das war's. Ja, man muss auf jeden Fall so vorangehen. Und dann ja. Ja, und so bringt ja jeder seine Potenzen mit, was in den 10 Zahlen, den 10 natürlichen Zahlen, oder ich sage dann immer noch, die 0 muss man dann nochmal zunehmen und die minus 1 muss man dazu nehmen, wo ich ja die absolute Bedeutung der Zahlen im Buch bringe und solche Sachen. Nur darum geht es und mehr nicht. Da steckt alles drin. Ne? Aber die Qualität. Ne? Bisher war die Mathematik immer bloß quantitativ aus, hat die ganzen quantitativen Relationen. Das ist auch wichtig, weil nur so kann man ja konkret auch die Maschinen bemessen und bauen und so weiter. Aber jetzt geht es darum, endlich mal wieder die qualitative Seite auch der Zahlen zu erkennen und das auch in der Wissenschaft deutlich zu machen. Ne? Und das mache ich mit der Informationsenergetik hervorragend. Darum geht es ja. Ne? Denn ich habe die Aufgabe, ich habe diese Zusammenhänge in der Religion und Wissenschaft klar und deutlich erstmal herauszuarbeiten und darzulegen in der Lehrerdämpfung. Und ich werde dann einzelne Leute, Kreative, dann auch mal Zoom-Kontakt jetzt zusammennehmen, um die auch weiterzubringen.